Claude Debussy war ein französischer Komponist und hatte die Idee, ein Werk von Edgar Allan Poe zu vertonen. Es sollte eine Oper werden, die sogar die Steine zum Weinen bringt. Und jetzt, 10 Jahre nach Debussys Tod, kommt auch noch der Regisseur Jean Epstein mit ins Boot. Das Resultat ist ein Mix aus Film, Literatur und Oper. Das Edgar Allan Poe-Projekt ist nun bei den Festspielen in Herrenhausen in der Orangerie zu bestaunen. Und falls Sie sich darunter jetzt auch nicht wirklich was vorstellen können, das macht nichts. Bianca Binnbeutel zeigt, was dahinter steckt. Der rätselhafte Tod einer schönen Frau, eine mysteriöse Krankheit und dunkle Geheimnisse. Edgar Allan Poes Meistererzählung Der Untergang des Hauses Usher ist nichts für schwache Nerven. Im Rahmen der Kunstfestspiele Herrenhausen hat die Basler Sinfoniette am Freitag das Edgar Allan Poe Project aufgeführt, eine Kombination aus Oper und Filmkonzert. Benedikt von der Mühl ist Mitglied des Orchesters und von Poe fasziniert. Er hat Sachen gemacht, einfach die noch nicht da waren. Er hat Dinge ausgelotet in der menschlichen Seele, die Leute nicht gewagt haben auszuloten. Er hat auch viel Grenzbereicherfahrung gemacht und das in sehr wunderbarer Weise dann auch in Worte fassen können. Edgar Allan Poes Gruselgeschichte um Inzest und Geisteskrankheit hat schon zahlreiche Künstler inspiriert. Claude Debussy begann mit der Komposition der Oper La Chute de la Maison Usher, konnte sie jedoch nicht mehr vollenden. 10 Jahre nach Debussys Tod nahm sich Regisseur Jean Epstein dem Stoff an. Mich hat der Film sehr interessiert. Es ist ein Film von 1928, avantgardistisch, hat viele Sachen ausprobiert, ist im Vergleich sehr gewagt im Vergleich zu den heutigen Filmen. Man hat da viel mehr ausprobiert. Aber es ist ein Stummfilm und dazu braucht es Musik. Vernebelte Szenerien, merkwürdige Perspektiven und Zeitlupeneffekte schaffen eine bedrückende Atmosphäre. Mit der Vertonung von Epsteins Werk beauftragte die Basel Sinfonietta den tschechischen Komponisten Vahan Bauer. It was very difficult because the cut of the movie. Es war sehr schwierig, denn der Schnitt des Films ist sehr kompliziert. Also musste ich eine sehr dramatische Filmmusik schaffen, auch um den Themen zu folgen, die verschiedenen Personen und Gefühle zu repräsentieren. Ich habe die Arbeit sehr genossen, obwohl ich fast ein Dreivierteljahr damit beschäftigt war. Die Basler Sinfonietta möchte zeitgenössische Musik und unbekannte Werke einem Publikum vermitteln, das sich offen zeigt für ungewöhnliche und experimentelle Klänge. Mit dem Edgar Allan Poe Project hat das Orchester nun auch die Stummfilmfans begeistert.